auf einen Haufen vergammelter Leichen zeigen. Und was, wenn es nicht so läuft? Lass ihn uns einfach finden und ihm den Schädel einschlagen. Du musst vorsichtig genug sein. Ich schätze ja. Na, dann suchen wir ihn eben. Ja. Okay. Ihr habt also irgendwas vor. Bleibt da stehen. Ich will endlich ins Lager zurück. Der Fraß hängt mir zum Hals raus. Schmeckt. Was zur Hölle war das? Da bist du ja, du Gauner. Jetzt kriegst du, was du verdienst. Mehr hast du nicht drauf. Alter, geh doch weg, du Scheiß. Alter, ernsthaft? Ich hasse euch dermaßen, ne? Die Kacktasten, ey. Das ist doch alles nicht wahr. Verfickte Bande, ey. Wo bin ich jetzt? Du bist also der Schütze. Jetzt steckst du in der Scheiße. Leid. Verfluchte... Ist das denn die Möglichkeit, sag mal? Du wirst leiden. Warum legt ihr mich nicht beide am Arsch? Dich doch. Es ist doch echt nicht wahr. Da?
bist du ja, du Gauner. Jetzt kriegst du, was du verdienst. Soll das etwa alles sein? Das wird eine Freude. Ich hasse euch dermaßen, ne? Ey, das ist alles so langsam. Das riecht mich total auf gerade. Das riecht mich gerade wirklich richtig auf. So, und jetzt sind wir wieder ganz entspannt. Ich hab doch schon... Ach, hört doch mit eurer verkackten Zeitlupe auf, Leute. Ich war schon mal besser. Das nervt mich total, dieses Kampfsystem. Das geht mir so dermaßen auf den Sack. Mann, ey. Jetzt heb das Schild hoch, Mann. Bist du verblutet? Alter. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß es nicht mehr.
Dunkle Fußwickel mit Sohlen. Einrüstung. Ach, ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe. So, wo ist der andere Tote? Oh, ich blute also nicht. Okay. Wo ist der andere? Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung das Lager war. Da. Also muss der andere Tote ja hier irgendwo... So, was haben wir denn hier Schönes? Erstmal essen wir was. Dann machen wir gleich die Truhe auf. Was hab ich denn? Gesundheit, Energie, Sattheit. Was heilt denn meine Gesundheit? Nichts, was ich dabei habe, ne? Apfel? Branntwein? Mach da nochmal. Gesundheit 5. Ich weiß nicht, wie ich gewonnen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich gewonnen habe. Aber so, was haben wir denn da? Eine Unterbüchse. Hundeleder, nehmen wir mit. So, wir sind überladen. Wir sind total überladen. Ich nehme da nicht irgendeine fremde Unterbüchse mit. So, warte mal. Hier habe ich sie mir geholt, ne? Der muss ja irgendwo hier... Dann ist er mir doch gefolgt. Und irgendwo hier muss der gute Typ doch dann zusammengebrochen sein. Da ist er. So, was hast du denn Schönes? Gib mir erstmal meinen Pfeil zurück. 5 Pfeile hat er abbekommen. Alter. Kleines Rüstungsset. Nehmen wir mal mit. Jagdhandschuhe. Ah, brauche ich nicht. Weißt du was? Das ist alles Geld, ne? Dann gehen wir halt langsam. So, vielleicht finde ich den anderen auch nochmal wieder. Den finde ich nicht wieder. Ich weiß nicht mehr, wo ich den erlegt habe. Boah, was ging mit... Was riecht mich dieses Kampfsystem auf, ne? Es ist gut gemacht. Gar keine Frage. Es ist wirklich gut gemacht. Aber dann wird alles Zeitlupe und die Tasten reagieren nicht mehr und es ist alles nur noch nervig. So, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich gehe in die falsche Richtung. Es war ja so klar, dass ich in die falsche Richtung gehe. Was bedeutet denn die Taube da? Gesundheit.
Der nicht mit der Zeit höher wird und sie auch nicht von selbst regeneriert. Oder schläfst. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ganz lang. Das ist keine gackende Taube. Das ist. Ich bin verletzt. Ich sehe bestimmt aus wie der letzte Schlunz. Ich habe Blut in den Augen. Nee, um nochmal auf das Kampfsystem zu kommen. Du kannst versuchen, schnell zu reagieren. Er reagiert nicht. Entweder es liegt an mir, an den Tasten, oder ich weiß es auch nicht. Es ist alles sehr merkwürdig. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach nicht gut genug bin. Oder dass ich nicht genug kämpfe und mir einfach die Übung fehlt. Ich glaube, eher das wird es sein. Und da solche Spiele ja leider nicht ohne Kämpfen auskommen, werde ich mich da wohl nochmal steigern müssen. Weil sonst wird das nichts, wenn wir nachher irgendwann in ferner Zukunft, uns zugunsten Marquardt vornehmen und den anderen, den Großen. Und ich kann nicht schnell laufen. Ich bin schwer verletzt. Aua. Aua. Aber ich habe zwei Banditen ausgeschaltet mit dem Bogen. Supergeil. Ach ja. Wie weit ist das denn noch? Oh, ist nicht mehr so weit. Ach, wir schaffen's. Das Erste, was ich jetzt mache, wenn ich da bin, aufs Ohr hauen. Und dann kann die Geschichte weitergehen. Er kommt hier angekrochen. Leute, ich bin verletzt. Zu Hilfe, zu Hilfe. Ach ja. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich mich manchmal so aufrege. Es ist aber auch manchmal wirklich hier. Hör mal. Guck mal, da sieht das so schön aus, ne? Und dann kriegst du so auf der Fresse. Wenigstens blute ich nicht. So, ihr Penner. Ich habe die Leute für euch umgelegt. Jetzt tut mir alles weh. Ihr seid schuld. Und der ist jetzt zu dem gegangen, um ihm was zu essen zu bringen, wa? Ey, doch nicht. Hi, Schnuff, pass auf. Wir müssen mal eben kurz hier... Das lässt sich alles verkaufen. Frauenschlappen. So. Was haben wir hier? So, was haben wir hier noch? Was kann da rein? Die geklaute Holzkohle. Kuhleder. Schafsleder. Kleines Rüstungsset. Was machst du denn? Oh. Okay. So. Guck nicht so blöd, ich muss eben schlafen. So. Ich bin erschöpft. Okay, dann schlafe ich halt bis. Dann schlafe ich halt 10 Stunden. Ist mir auch egal. Ich bin verletzt. Nehme ich halt einem das Bett weg. Ist mir doch egal.
Wieso kann ich nicht länger als 10 Stunden schlafen? So, weißt du was? Und jetzt schlaf... Na toll. So, pass auf, wo ist dein Kumpel? Komm her, Zwilling. Gott sei mit dir. Ja, pass auf. Ich habe mich um die Banditen gekümmert. Schön zu hören. Wenn es denn wahr ist. Wenn du mir nicht glaubst, führe ich dich zu ihren Leichen. Na gut, ich glaube dir. Rotschopf versteckt sich in der verlassenen Hütte. Nimm die Straße nach Norden Richtung Uschitze, bis du rechts einen Weg siehst, der an der Quelle endet. Von dort führt ein überwucherter Pfad zu Rotschopf. Ist aber leicht zu übersehen. Hab Dank. Wieso ist das jetzt gescheitert? Den habe ich nicht verstanden. Okay. Ach, mein gutes Pferd. Wir sind immer noch schwach. Wir sind immer noch schlapp. Dir geht's gut, ne? Du bist aber auch ganz schön beladen mittlerweile. Ich verstehe nicht, warum diese eine Quest jetzt fehlgeschlagen ist. Verstehe ich nicht. Was soll der denn jetzt? Achso. Machen. Verdammte Bande.